sprich an meinen Gegner als Kuschmo und denk, dass er der König ist. Doch für mich bist du ein Huren, er ist meine Löwenkind. Ich hab versucht, dich anzunehmen, aber schaff's nicht. Vielleicht liegt's dir an der Maske oder daran, was er macht, das klingt gar nicht so gut. Doch seine Stimme hat mit Pitchen wirklich gar nichts zu tun. Er wollte üben für sein Lover, hat an Sachen gelutscht und hat dabei wohl die Tröte aus seiner Quali verschluckt. Also bring noch ein paar Gras rein, zieh an deinem Grashalm, brei mit deinen Joints, vielleicht liefern sie dich ganz ein Tag live. Doch du hast weniger Punchlines als Züge auf dem Bahngleis, wenn die deutsche Bahn streikt. Und du wirst es erst mit dem besiegen, Alter, die treffen noch weniger als der FC wie beim Elfmeterschießen. Wie wirst du die Szene rocken? Bevor ich mir deine Runde geb, geh ich lieber mit paar Mädchen shoppen. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Glaub mir, nachher dann von dir kein Laut. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn ich dreh deine motherfucking Peepshow aus. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Und beend dein abgefucktes Weed-Geschäft. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn es ist nicht dein Gras, was dich hier biegen lässt. Alle Achtung, du beneidest diese Mädchen, denn du hättest auch gerne Tüte, aber du kriegst nur ne Packung. Und weil du keine Schlappen klar machst im Siebener, grüßen wir mal deine Klassenkameraden aus der 7a. Sag mein Corsa's Mist, das berührt mich gleich. Vielleicht hab ich kein cooles Auto, dafür du keinen Führerschein. Aber Kopf hoch, auch wenn das nicht freundlich wirkt. Zumindest kann man wirklich sagen, Alter, läuft bei dir. In der Kipper-Szene musst du echt ein Rowdy sein. Du verdeckst dein Gesicht und lässt dabei die Augen frei. Geiler Scheiß, du brauchst ein und ziehst gleich davon. Doch bevor du den Zug nimmst, werf dich lieber davor. Thema Bildung, du könntest echt ein wenig vertragen. Machst doch wie Guy Fox und geh dich vergraben. Wie wirst du die Szene ficken? Bevor ich mir deine Runde geb, geh ich lieber mit paar Mädchen stricken. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Glaub mir, nach hört man von dir kein Laut. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn ich dreh deine motherfucking Peepshow aus. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Und beend dein abgefucktes Weed-Geschäft. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn es ist nicht dein Gras, was dich hier biegen lässt. Sag, was willst du bringen jetzt? Setz wieder dein Motto ein. Text muss keinen Sinn ergeben, Hauptsache ein Nomenreim. Oder Lines darüber, wie hässlich ich bin. Yeah, hart von einem, von dem man die Presse nicht sieht. Oder red vom Mutterficken, ziemlich geil, du Spast. Aber wen willst du besiegen? Hör mich oder meine Mom? Hört man dich, dann muss man vor Fremdscham lachen. Denn kennt man einer deiner Runden, kennt man alle. Ich bezieh mich nicht auf eine oder viele deiner Zeilen. Dicker, guck dich doch mal an, dein ganzes Image ist geweitet. Und dann laberst du, du hast den Vertrag unterzeichnet. Aber wieso kannst du dir dann keine Kamera leisten, was erst niemand erwartet hat? Der Grund, warum du kippst, ist, weil du deine eigene Stimme nicht mehr ertragen kannst. Wie willst du die Szene bumsen? Bevor ich mir deine Runden geb, geh ich lieber mit paar Mädchen putzen. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Glaub mir, nach hört man von dir kein Laut. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn ich dreh deine motherfucking Peepshow aus. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Und beend dein abgefucktes Weed-Geschäft. Kusch, kusch, kusch dich, Kuschmo. Denn es ist nicht dein Gras, was dich hier fliegen lässt. Udi meinte, du warst Brand, das ist ja okay, damit lag dein Gegner falsch. Aber jeder weiß, dass ich im Geheimnis aufbewahren es gut bin. Keine Sorge, ich verrate keinem, dass du Dude bist. Ups.